Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen recherchiert und geschaut, ob man irgendwie den Puffer erhöhen kann. Ich habe allerdings gar nichts gefunden. Und komischerweise stehen hier 8 Punkte. Also ich glaube, es sind diese, die wie außen, so wie Speicherkarten. Oder denke ich zumindest, dass es das wäre. Aber wir haben irgendwie bloß 7 Stück zur Verfügung. Appreciate it. Thanks. Von daher glaube ich, dass wir das einfach irgendwie versuchen müssen, mit diesen Punkten halt zu entschlüsseln. Ich weiß uns auch nicht, wie das genau funktionieren soll. Oder diese hier, diese Puffer. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und ein besseres Cyberdeck gibt es hier gar nicht. Also wir sind eigentlich auf Max-Level so gesehen, also Level 5. Und jetzt ist halt die Frage, wir haben hier 1C, das zweimal vorkommt. 5-5 kommt dreimal vor. 4-mal BD kommt auch zweimal vor. Also sprich 1, 2, 3. Und je nachdem 4. Und dann hätten wir noch 5, 6, 7, 8. Das heißt... schwierig. Nehmen wir mal BD. Dann E9. Also BD, E9. BD, 5, 5. Das wären 4 Stück. Und dann hätten wir die 5, 5. Von unten oder zweiter Stelle. 5, 5. Wenn wir hier, dann können wir F, F und 6. 1, C wären schon 7. 6. Sorry, ich kann nicht zählen. 6. Wie soll das gehen? 2, 4, 6, 7. Wie soll das gehen? Oder wahrscheinlich kann man einfach nicht alles nehmen. Dann werden die zwei hier unten wahrscheinlich spannender. Mit BD anfangen. E9. BD 5-5. Dann hätten wir 5-5. Dann kommt 1C. F. F. Okay, 1C. F. F. BD. Wenn wir den nicht schon haben. BD. E9. BD 5-5. Die Eurodollar und Quick Hacks Schemata sind mir eigentlich ziemlich egal. Man kann wahrscheinlich nicht alles hacken. Wir nehmen mal die 5. Mit BD starten wir. E9. BD 5-5. 1C. FF. BD. Dann haben wir Malware kopieren und Schema Data Mining. Lädt ein Schema für einen verbesserten Quick Hack herunter. Das Geld und die Quick Hacks Schemata sind mir egal. Ich glaube, es wäre gar nicht möglich gewesen, anders zu machen. Okay, wir haben es zumindest entschlüsselt. Grimoire, 12.12.2021. Die BBS-Gerüchteküche hat also doch mal was Wahres zusammengekocht. Diese Zetatec-Festung ist ein verdammtes Alcatraz. Modifizierte Pitbulls an jedem Eingangsport, Speedcraps und Sia an den Zugangspunkten. Sobald man den Fuß in ihr Netz setzt, hetzen die einem ein Flatline auf den Hals.
netter Versuch, Zeta. Aber mit ein wenig Artwork und Killer-VI war die Sache gegessen. Aber mal im Ernst, einfach war es nicht. Meine gute alte Elisla hat am Ende geraucht wie ein Vulkan. Aber es hat geklappt. Klingt unglaubwürdig. Seht euch selbst an. Ich habe eine kleine Nachricht oben auf der Zeta-Festung hinterlassen, wo die früher ihr Logo hatten. Spider Murphy war hier. XD. 13.06.2022. Ach du Scheiße. Er hat es tatsächlich gemacht. Batmos hat Data Crash auf das Netz losgelassen. Das ganze Netz zerfällt hier vor meinen Augen. Daten verschmelzen. Festungen fallen in sich zusammen wie Kartenhäuser. Eins und Nullen überfluten die Datenströme. Der internationale Aktienmarkt flippt völlig aus. Der Dow Jones ist in einer Stunde um hunderte Punkte gefallen. Der CEO von Kangtao hat sich umgebracht. Netwatch rennt rum wie ein kopfloses Huhn. Ich fasse es nicht. Das war's mit der Welt von gestern. Tod den Konzernen. Wuhu! 5.7.2023. Bartmus hat sich geirrt. Wir alle haben uns geirrt. Das Netz war wie ein Spiegel für unsere Träume und Gedanken, unsere Leben. Bartmus hat den Spiegel zerschmettert und dachte, das würde reichen. Aber man sieht sein Spiegelbild ja immer noch in jeder Scherbe. Statt einem Spiegel haben wir jetzt Tausende. Jeder Konzern, jeder Staat, jede Gang hat jetzt ein eigenes Netz, das sie ohne jegliche Regeln und Rechenschaft kontrollieren. Die Überwachung hat nicht aufgehört. In den Händen derer, die unser Leben beherrschen, ist sie noch viel schlimmer geworden. Sie sind die Muaren der Gegenwart, die mit ihren Chromfingern die Glasfaserkabeln unseres Schicksals spinnen und sie eines Tages ohne Vorwarnung kappen. Sie wissen um unsere Frustration. Sie blicken hinab und auf unsere vergebliche Auflehnung gegen das unvermeidbare Schicksal und sie lachen. Sie lachen so laut, dass die Welt bis in ihre Grundfesten erbebt. Okay, 3 Jahre hat es gedauert. Zeta-Tech-Festung. Also eigentlich wollten sie das Net hacken. Haben es zwar auch geschafft, aber anstatt eines unter Kontrolle zu haben, sind es Tausende Net sozusagen unterwegs im Net. Es ist manchmal so schwierig zu verstehen. Und jetzt hat halt jeder Konzern, jede Gang ein eigenes Net. Und man kann es eigentlich nicht mehr kontrollieren. Also eigentlich haben sie das Gegenteil erreicht. Nehmen, was sie wollten. Doof. Hat nicht so gut geklappt. Okay, das muss ich mir aber merken für das nächste Mal, wenn wir so ein Splitter haben, dass wir schauen, wo wir das Ganze kopieren können. Also mit welchem Hack. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir das machen. Um darauf dann Zugriff zu bekommen. Irgendwo habe ich es da, glaube ich, schon mal verkackt. Auch spannend, die Ampeln sind zwar rot, aber sie fallen trotzdem. Lives. They possessed characteristics I've witnessed among my own passengers. Maybe human nature hasn't changed all that much after all. It's too early to pose such a hypothesis. However, note how the behavior of local gangs is similar to that of soldiers who fought during the Trojan War.
Either you sacrifice youth and life in pursuit of greatness, or you emerge from a torpor in search of identity and meaning. Several of my clients experience similar vicissitudes and are, by no means, a work of fiction. Damn. Really sank your teeth into this research. When in Greece, do as Grecians do, if you'll pardon my take on the expression. Of course, I'm obliged to inform you we are not in Greece. We remain on the desired course. Please, have a pleasant day. Danke. Was denn für weirde Sachen macht jetzt? Naja. Nicht mein Problem. What the fuck? Irgendeins von beiden fliegt doch gleich weg. What? Ich hätte nicht parken dürfen. Komm schon, weg damit! Ich sehe gar nichts. Okay. Ich lasse das mal so. Ich glaube, den sehen wir nicht mehr. Der wird gleich weggeschleudert wie nix. Was ist gerade passiert? Nee, ist nicht. Na ja, dann wieder ab zu nix. Nix. Sorry. Hi, danke. Was ist bloß los mit dem Game? Junge, Junge. Ich. So, you got the book? You got my Eddies? As I says, V. I am a serious man. Sorry für die Frame-Einbrüche. Amount is agreed. All yours. Ah, shit. Naja. Thanks a bunch. Don't mention it. It's money well deserved. Du hast eine Überweisung erhalten. Vielen Dank. Wenn wir ein höheres Level gehabt hätten, hätten wir mehr verlangen können. Mission abgeschlossen, Spellbound. Alter. Diese Frames! Fucking 20 FPS! Kann auch sein, dass das jetzt 16.000. Naja, auch gut. Kann sein, dass es jetzt am Auto oben liegt. Weil das mega voll rumglitscht. Wahrscheinlich. Ich würde mal schätzen, dass das jetzt das Problem ist. Oder auch nicht. Na, die FPS nicht besser werden. Okay. Ich mach dann hier wohl Schluss. Irgendwie ist das Spiel im Moment gerade unspielbar für mich. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Manchmal 100 FPS, jetzt plötzlich 25. Why the fuck ist das so? Mal schauen, vielleicht hänge ich das an die andere Folge ran, weil es bloß 14 Minuten sind oder auch nicht. I don't know, mal schauen. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie gefixt. Ich weiß nicht, was los ist. Aber gut, vielen Dank, Jooms, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.